So, und ich sage herzlich willkommen zur Stunde mit Thomas Jaklitsch. Und zwar heute geht es um Motivationsbooster. Yeah, aktivieren. Ich freue mich schon. Und ja, danke Thomas, dass du Zeit gehabt hast und zugesagt hast, ja, dass du diese Stunde mit uns halt machen wirst. Denn Thomas, den kennen wir schon lange. Er war einmal Logo-Mitarbeiter. Ich weiß zwar nicht, wie lange schon, aber das her ist aber schon lange. Und Der wie Booster lange? war quasi das Logo Mobils, also vor 23 Jahren begann meine Karriere als Sozialarbeiter. Sehr cool. Ja, und jetzt, er ist Sozialarbeiter, Coach. Und ich freue mich auf die Stunde mit dir, Thomas. Ich höre auf zu quatschen und gebe dir das Wort. Danke für heute. Ja, dann sage ich gleich einmal ein herzliches Hallo und ein herzliches Willkommen und einen guten Morgen. Ich gebe jetzt gleich einmal meinen Bildschirm frei und ich sollte jetzt dann eine kleine PowerPoint sehen können. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann lasse ich mal für die ersten 2 Minuten ein kleines Video sprechen. Viel Spaß damit. Race Across America. 5000 Kilometer lang, brutalstes Radrennen der Welt. Thomas Jaklitsch ist mit von der Partie, pusht Christoph Strasser zu Höchstleistungen, unterstützt ihn in jeder Phase. Was das mit Wirtschaft zu tun hat? Man kann aus dem Spitzensport lernen, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Man kann die Ruhe aus dem Spitzensport lernen, wie wichtig es ist, eben ruhig an bestimmte Themen heranzugehen. Und wie dort Krisen bewältigt werden, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir es einfach tagtäglich ohnehin schon tun. Doch aus dem Spitzensport können wir es lernen, wie es angenehmer funktioniert. Mentaltraining zu Hause in der Steiermark. Jaklitsch impft Strasser unerschütterlichen Optimismus ein, fördert eine noch stärkere Zielorientierung. Tritt für Tritt, ganz regelmäßig, ganz gleichmäßig, wie von selber, immer mehr und mehr, genau mit diesem Duft der Energie, der Kraft, der Stärke, Energie, Kraft, Stärke, Energie, Kraft, Stärke bedeutet. Genau, lass es fließen, Tritt für Tritt, wie von selber. Doch dann, 2012, scheitert Strasser. Verfehlt sein Ziel, das Race Across America zum zweiten Mal zu gewinnen. Vergleichbar mit dem Szenario, als Unternehmer einen großen Auftrag zu verlieren. Man lernt nicht aus dem Erfolg, sondern man lernt letztendlich in der Niederlage, nämlich sich dann wieder zu motivieren, wieder aufzustellen, sein Produkt, seine Fähigkeiten daran anzupassen, was man machen möchte, sich mehr um die Stärken zu kümmern und die Schwächen gerade so auszubalancieren, dass sie einen nicht stören. Christoph Strasser kommt zurück. Und wie? Gewinnt das Race Across America zweimal hintereinander, bricht sämtliche Rekorde. Mitverantwortlich für die Riesenerfolge sein Umfeld. Betreuer im Spitzensport sind genauso wichtig wie dementsprechende Netzwerke, die man als Unternehmer, als Unternehmerin schafft. Gerade als EPU, als Einzelpersonenunternehmen, ist es manchmal noch viel wichtiger, diese Netzwerke zu schaffen, um zumindest so dieses imaginäre Team bei sich zu haben. Die sind dein Netzwerk, die dich fördern oder empfordern. Thomas Jaklitsch hat die Höhen und Tiefen im Spitzensport selbst erlebt, nimmt regelmäßig teil an Extremradrennen. Nur so kann er verstehen, wie wichtig es ist, an den richtigen Schrauben zu drehen, der mentalen Stärke wieder Leben einzuhauchen. Wer noch nicht im Louvre war, hat die Mona Lisa vielleicht noch nicht gesehen. Aber das ist oft so im Unternehmen. Manchmal ist man so nahe vor der Mona Lisa und sieht ihr Lächeln nicht. Erst wenn man Distanz gewinnt, das gilt eben vor allem für Unternehmer und Unternehmerinnen, dann kann man erst wirklich aus einer anderen Perspektive ein Problem sehen und dadurch letztendlich eine Lösung für sein Thema zu gewinnen. Seinen eigenen Lebenstraum erfüllen. Wie geht das? Und vor allem, wie behält man stets seine Ziele im Auge? Derjenige, der sehr stabil sein Ziel kennt, derjenige, der flexibel Situationen austarieren kann und derjenige, der in einem guten Zustand ist, der schafft es bis am Ende des Weges ins Ziel. Und wird dabei Hürden überwinden? Dank mentaler Stärke. Ja, also in diesem Sinne noch einmal für diejenigen, die jetzt während des Videos etwas später, aber doch dazugekommen sind, einen wunderschönen guten Morgen. Und diesen guten Morgen darf ich in doppelter Hinsicht sagen. Einerseits passt es zur Tageszeit. Nicht unbedingt meine Tageszeit, die optimal ist für Vorträge und Vorlesungen, wenn ich ehrlich bin. Gott, die Zeiten seit einem Jahr, dem Wahnsinn.
Aber es darf vielmehr ein Weckruf auch sein, vielleicht sich mit dem Thema, wie geht es meinen Zielen, wie geht es mir mit meinen Zielen, wie weit bin ich in meiner Zielerreichung, was motiviert mich, inwiefern hängt das auch alles dementsprechend mit meiner neurobiologischen Struktur zusammen oder mit meinem Gehirn und wie kann ich mein Gehirn auch dafür produktiv einsetzen und nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das heißt, in ungefähr einer Stunde möchte ich euch so die Grundbegriffe in der Theorie und auch in einem kleinen Workshop politischer Natur mitgeben. Noch eine Stunde lade ich dazu noch ein, für diejenigen, die Zeit und Lust und Laune haben, sich dann auch noch so eine 10-minütige, 15-minütige Eigenarbeit mit mir zu schenken. Ich werde euch dann gemeinsam so durch einen Zielinstallationsprozess in einer entspannten Situation führen können, diejenigen, die Lust und Laune haben. Insofern, ich sage mal danke dafür, dass ich heute eingeladen wurde. Danke dir, Dagmar, danke dem Team der Logo-Info, dass sie das für Jugendarbeiter und alle Interessierten zur Verfügung steht. Ich fange mal ein bisschen damit an, im Sinne von Captain Jack Sparrow, ich glaube, fremdigen Zeiten war es, als der Kip, das ist ein Maat, dementsprechend auf der Insel gewartet hat und plötzlich Jack Sparrow mit einem kleinen Boot daher und der Gib hat eben dementsprechend seine kleine Flasche und die Gesundheit in dieser Flasche ist dementsprechend die Black Pearl drinnen. Ja, und dann gibt es natürlich also die Frage und die Diskussion, wie kriegst du diese Black Pearl, ja, diesen großen Platz wieder aus der Flasche heraus. Ja? Wie man sagt, wir brauchen eine Armbrust, ein Stundenglas, drei Ziegen, einer von uns lernt Trompete spielen und der andere macht das hier, ja? Wer es kennt. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Geschichte, weil er sagt dann, ich kenne jemanden mit einer Ziege und ich kann das hier. Und das ist auch in der Gebärdensprache, wer es kennt, Zeichen für Applaus oder ich fühle mich gut, ich bin zufrieden. Also diejenigen, die Lust und Laune haben, können auch gerne nochmal die Kamera einschalten und sich persönlich begrüßen. Es gibt, ja genau, super, die Dagmar macht das schon. Thomas, ganz kurz noch, bevor mir es wirklich gut geht, es ist so, dass wir dich jetzt voll schlecht hören auf einmal. Ja? Aha, du hörst mich voll schlecht. Ja, und auch bei den anderen im Chat schreiben sie, dass das Audio jetzt echt auf einmal nicht so gut ist, wie sie vorher war. Vielleicht schaltest du deine Bildschirmpräsentation aus. Vielleicht ist es das. Es ist voll abgehackt, nehme ich. Ja? Ich hätte sonst noch eine andere Idee, wenn ihr mir eine Sekunde gebt. Ja, natürlich. Gell? Aber bevor wir eine Stunde nichts hören, ist es besser, wir machen jetzt einmal ein paar Sekunden technische Geschichten. Lippenlesen bin ich nicht so gut. Ja. Du warst einfach sehr abgehakt, das war's, gell? Also in Zeiten von Homeschooling ist es ja eine tolle Geschichte. Ja, zu meiner Vorstellung komme ich ja erst eigentlich, aber ich hoffe, es geht jetzt besser, weil wenn man Kinder hat in Homeschooling, die natürlich alle zeitgleich drinnen sind, ist das schwierig und ich hoffe, es geht jetzt besser. Genau, sonst melde ich mich einfach wieder, sollten es wieder abgehackt werden, gell? Ja, also insofern, du hast mich ja schon dementsprechend kurz vorgestellt, gleich zu meinem Lieblings, unter Anführungszeichen, Bild, nämlich quasi als Albert Einstein in der Lieblingspose mit wallenden Haaren, ja, die Friseure haben noch immer zu, und heraushängenden Zunge, nämlich in einem Pace Car. Das ist ein sogenanntes Begleitauto, die Steuerzentrale oder die Kommandozentrale bei solchen Langdistanzrennen. In dem Fall ist es eben Christoph Strasser, einer dieser Könige der Langstreckendisziplin oder des Langstreckenradsportes, den ich dort dementsprechend auch begleiten durfte. Das ist ein Bild direkt aus den USA, aus Amerika, vom Race Across America. Insofern
durfte es ja heute auch schon gesagt werden und man hat es ja schon gesehen. Ich durfte diesen Christoph Strasser kennenlernen vor vielen Jahren, vor mittlerweile 14 Jahren. Ich habe in Lannach in der Steinhalle einen Vortrag gehalten und in der Pause ist dieser junge Sportler, damals noch nicht so erfolgreich gewesen, zu mir gekommen und hat gehilft mir, meinen Lebenstraum zu erfüllen. Und genau das darf es heute ein bisschen auch gehen. Was ist der Unterschied zwischen Gedanken, was ist der Unterschied zwischen Wünschen, was ist der Unterschied zu einem Lebenstraum und inwiefern können wir lernen, das systematisch zu steuern, inwiefern haben wir Einflussfaktoren, damit wir nicht nur empowered sind, ja, damit wir nicht nur ermächtigt sind, das zu tun, sondern damit wir auch das Commitment haben, also auch die Bereitschaft, unsere Energie dafür einzusetzen, unsere Ziele oder sogar Lebensträume zu erfüllen. Beim Christoph Strasser war es recht einfach. Ja, es war nicht wie bei The Pinky and the Brain, wer es noch kennt, die Älteren unter uns, die Weltherrschaft an uns reißen. Ja, das war es nicht. Es war einfach schlichtweg ein Radrennen. Ja, nicht mehr und nicht weniger, aber das längste Radrennen der Welt, das Race Across America. 5000 Kilometer nonstop durch 14 verschiedene Bundesstaaten, durch Berg und Tal. Und für mich eine wunderbare Metapher für das Leben, weil du beginnst irgendwann mal und trittst Pedaltritt für Pedaltritt, Pedaltritt für Pedaltritt, so wie wir auch älter werden, bestimmte Erfahrungen bekommen und irgendwann einmal ist man halt am Ziel. Pause kann man theoretisch so oft machen, wie man möchte, auch wie im Leben, da kann man auch so viele Pausen machen, wie man möchte, aber eben das bedeutet, die Zeit rinnt trotzdem weiter. Ich weiß, entspannt lernt man besser, deswegen, wir haben es auch eh schon gesehen, ich durfte ihm helfen, seinen Lebenstraum zu erfüllen. So wie ich mit vielen Menschen natürlich auch arbeite, als Supervisor, als Coach, als Mediator, ist Faszinosum aber immer im Spitzensport. Ich habe den Tag X und an dem Tag X muss ich die Fähigkeit haben, alles das, wofür ich mich Tage, Wochen, Monate, Jahre möglicherweise vorbereitet habe, körperlichen, geistigen und mentalen, einfach umsetzen zu können. Und das macht es für mich natürlich sehr spannend, im Unterschied zu unserer oft sehr schwierigen Aufgabe im Jugendbereich. Ich habe ja dementsprechend selber 23 Jahre Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit, wo das nicht immer so messbar ist. Umso wichtiger ist es aber auch zu verstehen, wie wir Kinder und Jugendliche und Menschen, mit denen wir zu tun haben, in dieses Commitment bekommen, in diese Aktivität zu bekommen, an ihre Ziele zu glauben und an ihre Ziele zu arbeiten. Oft ist es mit mir so, in der Praxis, es kommen Menschen zu mir quasi mit dem Tank, der leer ist, mit dem Energietank, der leer ist. Und dann stellt sich oft so die Frage, wie tanken wir nach? Also wie kommen wir eben wirklich wieder in diese Motivation, wie es die Dagmar heute so schön gesagt hat, das Motivationsboost. Und in meiner Erfahrungswelt ist es eigentlich relativ einfach gewesen, um die Leute wieder in die Motivation zu bekommen, braucht man unter Anführungszeichen etwas, was ich lernen durfte, im Langstreckenradsport. Und deswegen zeige ich nochmal ganz kurz ein Comic-Video. Ich hoffe, es geht von der Übertragungsqualität. Sollte jetzt auf jeden Fall besser sein. Vielleicht als Hinweis noch, die Vera Birkenbiel ist ja leider schon von uns gegangen, ist ja vielen dementsprechend bekannt als deutsche Trainerin für Lerntechniken und für unterschiedliche Strukturen in unserer Bildung. Der hat einmal was ganz was Wichtiges gesagt. Das ist ein Unterschied Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer zu sein. Und genau um das geht es auch heute. Ja, wie werden wir wieder zum Gehirnbenutzer? Und im Langstreckenradsport durfte ich vieles davon lernen. Ultraradfahren ist wie Rennradfahren, nur dass Distanzen, die sich von 750 Kilometern bis hin zu unmenschlichen 5000 Kilometern umgerechnet 3000 Meilen erstrecken, nonstop zurückgelegt werden. Gegessen, getrunken und Zähne geputzt wird am Rad, während man tritt. Die Anzahl der Pausen wird so gering wie möglich gehalten und der Schlaf reduziert sich auf ein paar Minuten pro Tag. Durch den Schlafentzug, die permanente Anstrengung und die ständig geforderte Konzentration auf den Straßenverkehr kommt es des Öfteren zu Halluzinationen, Realitätsverzerrungen und Bewusstseinsverschiebungen.
Ein gut ausgebildetes und jederzeit anwesendes Team betreut den Sportler von einem Begleitfahrzeug aus, dem sogenannten Pace Car, und trifft, wenn nötig, lebenswichtige Entscheidungen. Tja, trifft dabei lebenswichtige Entscheidungen. Das ist jetzt fast ein bisschen pathetisch, aber ich denke mir, wir treffen jeden Tag wichtige Entscheidungen, ob sie lebenswichtig sind. Ich weiß es nicht. Aber für mich war immer wieder die interessantere Frage, wie treffen wir Entscheidungen? Wie setzen wir unter Anführungszeichen dieses Wissen, was wir haben, in Verbindung und treffen Entscheidungen? Nachdem ich ja nicht nur eine Ausbildung als Sozialarbeiter gemacht habe, sondern auch noch studiert, einige Bücher gelesen und eben auch noch, so frech war, einige Bücher geschrieben habe, weiß ich aber, dass die wahre Wissenschaft, der wahre Erkenntnisgewinn nur über das Experiment geht. Deswegen möchte ich ehrlich gesagt mit euch gemeinsam ein virtuelles Experiment starten und vielleicht eine ganz wesentliche Geschichte, etwas, was ihr wahrscheinlich schon ganz oft gehört habt, wie es Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich tun. Ja? Das ist, ich kann euch jetzt Dinge erzählen, das ist recht schön, aber Erfolg hat dann letztlich nur auch dementsprechend eine Möglichkeit, wenn ihr aktiv mittut. Und deswegen möchte ich mit euch ein Experiment machen, wo ich euch dazu einlade, mitzutun, aktiv mitzutun. Vermutlich seid ihr sowieso allein zu Hause, das heißt, es hört euch eh keiner, wenn ihr irgendwelche Sachen sagt oder mittut. Und wenn euch jemand hört, noch viel besser, weil dann weiß er oder sie, ihr seid aktiv dabei. Ich habe vier einfache Fragen an euch, wo ich jetzt schon weiß, ihr weder Telefonjoker noch eine 50-50 Chance braucht. Ja. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Machen wir mal so einen Versuchslauf. Ja. Also, welche Farbe hat das Leiberl da in der Präsentation? Die richtige Antwort wäre jetzt weiß. Ja. Vielleicht schaut es am Schirm ein bisschen gräulich aus oder sonst irgendwas, aber es sollte weiß sein. Ja. Das heißt, ich fange nochmal von vorne an. Also, welche Farbe hat das T-Shirt auf der Präsentation? Weiß. Welche Farbe hat die Folie? Weiß. Welche Farbe hat mein Hemd? Weiß. Was trinkt die Kuh? Genau, und die Dagmar hat das wunderbar vorgemacht, weil ich sehe ja nur sie am Schirm und sonst niemanden. Jetzt fängt sie an zum Lachen. Sie hat nämlich Milch gesagt, so wie viele andere möglicherweise auch, die jetzt aktiv mitgemacht haben. Weil was ist dort passiert? Ich habe vorher schon gesagt, es gibt Gehirnbesitzer und Gehirnbenutzer. Entschuldigung. Diesmal habe nämlich ich dein oder euer Gehirn benutzt, liebe Dagmar, weil euer Gehirn funktioniert wie Google. Es ist wie eine Suchmaschine. Und wenn ihr eurem Gehirn keine Filtervoreinstellung schenkt, dann fängt das Gehirn alles, was es irgendwie mit sich, um sich mitbekommt, an, mit bestehendem Wissen zu vernetzen. Das nennt sich dann Assoziation. Und das, was bei den meisten Menschen dementsprechend selbstreferenziell abgespeichert ist, ist natürlich dann genau das Thema dreimal weiß. Ja? Und die erste Geschichte, die wir dann natürlich damit in Verbindung bringen, mit dem Thema Kuh, ist dann halt oft Milch. Halt nur bedingt richtig, weil eigentlich trinkt ja nur das Kalberl Milch. Aber wozu brauchen wir das? Naja, weil das eigentlich der Sinn und Zweck ist, wie wir nachtanken können. Das heißt, unser Gehirn sinnvoll zu benutzen, es lernen, es wieder selbst zu steuern zu können, im Unterschied von außen diese Steuerung zu bekommen. Und wie geht das? Eigentlich recht einfach. Habt sicher schon tausendmal gelesen, tausendmal gehört, findet Ziele und formuliert sie positiv. Ja? Ist jetzt eigentlich gar nicht so der Burner, aber ich bin ja stolzer Besitzer, stolzer Vater von drei Kindern. Und wie meine Kinder noch kleiner waren, war ich ganz oft natürlich auf Spielplätzen. Jetzt bin ich eher bei so Parkouring-Stationen und die Kinder sagen mir, wie es eigentlich geht. aber es ist dann natürlich immer recht lustig, wenn man dann so auf so Spielplätzen ist und dann hört man natürlich eine liebevolle Mama, die dann halt zum Kind sagt, Lena, pass auf, dass du nicht runterfällst. Und was passiert mit der Lena? Fum, back, die haut's runter. Wenn nicht herunterfallen, bedeutet in unseren unbewussten Strukturen unserer Kompetenz herunterfallen. Ja, das ist genauso wie dieses Weiß, Weiß, Weiß Milch produziert hat. In dem Moment, wo wir in diese Struktur gehen, fängt unser Gehirn alles miteinander zu verbinden an. Die Papas sind aber auch nicht besser. Die sagen dann auch, Maxi, hör auf zum Schupfen. Ja? Ja. Und der Maxi schupft weiter und schaut ganz komisch, was der Papa von einem will.
Das heißt, wenn man das lernt, bekommt man irgendwann einmal so einen Fokus. Dann will jede Faser eines Körpers so einen Wahnsinn wie 5000 Kilometer quer durch einen Kontinent zu fahren. Dann ist der Körper bereit, über eine bestimmte Zeitspanne von 8 Tagen, von 10 Tagen, von 14 Tagen, die Schlafdepression, die Schlafrepression, also den Schlafentzug, die dazugehörigen neurobiologischen Wahnsinnigkeiten, die dort entstehen, und in Kauf zu nehmen. Ich selber durfte ja auch unter Anführungszeichen meine Träume mittlerweile sehr gut und intensiv leben. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein gelernter Sozialarbeiter, der dann eigentlich Räder eines Rollstuhls prophezeit hat aufgrund von einer schweren Krankheit, die ich habe oder die ich offiziell als Diagnose habe, und habe dann gelernt, aber im Unterschied zu den prognostizierten Rädern der Götter im Weiß, diese Räder umzutauschen in eine Metapher, in eine Zielstruktur, wo ich gewusst habe, wenn ich Radl fahre und wenn ich 24 Stunden am Stück Radl fahren kann oder quer durch ein Land, dann kann ich viele andere Dinge auch machen. Ja, dann kann ich meiner Vision dementsprechend Möglichkeiten geben und kann diese Vision leben. Das heißt, Radfahren war für mich eigentlich nur so ein Zwischenziel, ein Mittelziel, um letztlich meine große Vision zu erfüllen. Übrigens, ich habe bei diesen Radrennen damals den Christoph Strasser kennengelernt. Das war 2002, das ist schon eine Zeit lang her. Da war das ein 24-Stunden-Rennen in Fonsdorf, das war mein Lieblings-24-Stunden-Rennen. Dort hatte ich noch längere Haare, dafür kürzere Hosen. Ja. Bin ich Zweiter geworden und als Dritter ist damals der Christoph Strasser geworden und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ja, über die Begegnung 5 Jahre später habe ich euch eh schon erzählt, im Sinne von Hilfe, meinen Lebenstraum zu erfüllen. Aber was war meine Vision? Die war ganz klar. Meine Vision war eigentlich ganz einfach. Ich wollte gesund sein. Ich wollte mit den damals noch nicht einmal geborenen Kindern ein tolles Leben haben, ein gesundes Leben haben. Ich wollte das Leben jeden Tag mit einer Erfüllung haben. Und ich wollte genau diese aktiven Dinge machen und können, die man halt so gern machen möchte. Wer das genauer nachlesen möchte, der kann das gerne in einem Buch tun. Aber heute möchte ich euch ein bisschen was noch spezifizieren rund um das Thema Ziele. Und manche können oder kennen vielleicht diese Struktur von sogenannten smarten Zielformulierungen. Ich muss da jetzt nur ganz kurz am Schirm etwas verändern. Diese smarten Zielformulierungen sind vielen wahrscheinlich bekannt. Ich möchte da eine kleine Umfrage starten, um zu wissen, inwiefern da schon das Vorwissen auch da ist. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Fragestellung, die gleich kommen wird, ist: Kennst du die Art und Weise von smarten Zielformulierungen? Ihr solltet jetzt die Frage sehen und eben auch dann die Antworten mit Ja, Nein geben können. Ebenfalls auch hast du damit schon gearbeitet. Ja, also wir haben schon ein sehr hohes Ranking. Wir haben schon 51, 52 Teilnahmen von 75. Also wir sind ja, also so ein Wahlergebnis, davon würden viele träumen. Also das ist schon durchaus repräsentativ. Wir haben schon 57, ich warte insgesamt genau 1 Minute und dann sollten wir ein Ergebnis haben. Also 10 Sekunden sind noch, wobei das jetzt nicht so wesentlich ist. Ja, also wir haben 59 Meldungen, Rückmeldungen von 75. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Umfrageergebnisse jetzt schon am Schirm habt, Dagmar. Zeigt mir Daumen hoch, falls ihr die Umfrage schon am Schirm habt. Also ich habe sie am Schirm, aber ich bin ja genauso Host wie du. Deswegen zeigt irgendjemand, der... Habt ihr sie? Leider nein. Leider nein. Aha, okay. Dann wir mal beenden Sie die Umfrage. Resultate freigeben. Jetzt haben wir es. Jetzt müsstet ihr die Umfragewerte sehen. Ja, super. Genau. Also wir sehen, die Art und Weise von smarten Zielformulierern kennen 65%, 35% nicht, hast damit schon gearbeitet, nochmal 50%. Das heißt, das ist eigentlich eine Möglichkeit, die hat da durchaus hohe Umsetzung und auch Durchsetzung. Ich habe die letzten 1,5 Jahre ja auch in der Verantwortung als Koordinator der Kinder- und Jugendhilfe im Bezirk Kreuzberg verbracht und im Zuge dieses
Struktursystems haben wir dort vor allem auch in der Erstellung von Hilfeplänen, in der Erstellung von Hilfeleistungen damit gearbeitet. Und grundsätzlich ist es ja eine recht gute Geschichte. Muss dann nur kurz schließen. Recht eine gute Geschichte, weil sie eben wirklich auch im Sinne von einem Qualitätsmessinstrument eine gute Funktionalität bieten. Also ich habe damals auch meine Masterarbeit genau zu dem Themenbereich geschrieben, im Bereich der Qualitätsentwicklung mit diesen Zielentwicklungsplänen. Was geht es dabei? Um ein Ziel zu formulieren, soll das Ganze spezifisch sein. Das heißt, das hat eine Konkretisierung. Ja? Das ist ganz genau und im Detail beschrieben. Es ist messbar. Teil Nummer zwei. Das heißt, ich habe ein Ergebnis, ein Resultat und das kann ich messen. Der dritte Punkt, es soll akzeptiert sein oder wie es anderen Übersetzungen ist, achievable. Also das heißt, ich bin in einer bestimmten Art und Weise auch begeistert, das zu tun. Der Punkt 4, also das R steht für realistisch. Ja, also es muss möglich sein, das umzusetzen. Und Punkt T ist eben noch einmal, es ist terminierbar. Also ich habe eine genaue Zeitstruktur, wann habe ich diese Erreichung von Zielen. Und grundsätzlich sage ich eines dazu, diejenigen, die damit schon gearbeitet haben, diejenigen, die das System kennen, diejenigen, die sogar damit arbeiten müssen, ja, die kennen vielleicht bestimmte Vorteile dieses Ziels. Im Sinne von Empowerment, also jemanden die Rahmenstrukturen so beibringen zu können, an Zielen zu arbeiten, ist es ein sehr gutes Instrument. Das auch von außen kontrollierbar zu machen, ist es auch ein gutes Instrument. Wo dieses Instrument aber, das in jeglicher Jugendarbeit und in jeder Sozialarbeit, in jedem Qualitätsmanagement Einzug gehalten hat, es Schwierigkeiten gibt, das ist dieses Commitment. Weil, so wie ich es vorher schon gesagt habe, unser Gehirn ist eigentlich selbstreferenziell. Erst wenn ich mir das selber vorstellen kann, erst wenn ich selber mir die Möglichkeit geben kann, in meinen Gedanken meine Sucheinstellungen vorzunehmen, dann wird es mich am Weg zur Zielerreichung dorthin begleiten können und mir Kraft geben. Das heißt, Motivation, das war so irgendwie auch die Frage von der Dharma, ist letztlich das Ergebnis dementsprechender Ziele. Mit solchen smarten Zielformulierungen messen wir aber alles. Wir detaillieren alles und es hat ein bisschen eine technische Struktur. Und man ist dann oft verwundert im Sozialbereich, ja, warum tut dann der Klient nicht? Warum funktioniert es dann nicht so? Warum ist der Jugendliche jetzt nicht so motiviert? Weil diese unbewusste Kompetenz, also die Möglichkeit, das auch in allen seinen Sinnen, mit jeder Phase seines Körpers zu wollen und auch bereit sein, das umzusetzen, fehlt. Und genau dort möchte ich heute mit euch noch hin. So. Normal sollte er mir jetzt die Präsentation weiterschalten lassen. Tut aber nicht. Motiviert, die Präsentation. Bitte? Die haben wir gekillt. Die Motivation ist leider nicht da bei der Präsentation, vielleicht sie will nicht. Ich habe sie nochmal gestoppt. So. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Und ich habe ja vorher gesagt und gezeigt, wir haben 2007 begonnen zum Arbeiten, wir haben den Glocknerman, die Ultra-Radmarathon-Weltmeisterschaft gewonnen und sind dann dementsprechend nach einigen Rekorden und einigen Siegen 2009 beim Race Across America gestartet. Ja? Und dort haben wir natürlich auch bestimmte Erfahrungen machen dürfen, die, wie halt das so ist, wenn man eigentlich das Unmögliche schafft oder schaffen möchte, manchmal auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Das heißt, uns ist damals dort passiert, dass wir, so, jetzt hängt sie schon wieder.
Thomas, vielleicht ist dein Internet einfach schon wirklich mit Homeschooling überfordert. Vielleicht schalt deine Kamera aus währenddessen. Vielleicht hilft es. So. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, genau, jetzt sollte es gehen. Also meine Kamera habe ich jetzt ausgeschaltet. Jetzt sehe ich euch natürlich auch nicht mehr, aber das macht nichts. Ihr könnt mich hoffentlich dementsprechend gut hören. Ja, was ist passiert? Wir sind damals gescheitert, um letztlich das so auch zu nennen. Das heißt, ich musste eigentlich ab Hälfte des Rennens den Christoph damals rausnehmen und musste ihn, obwohl er am Podium lag, auf die Intensivstation verfrachten, mitten in Kansas, in einem kleinen Ort namens Brad, mitten in Amerika, noch 2.500 Kilometer. Aber Gesundheit ist natürlich das höchste Gut. Als wir ihn auf die Intensivstation herausbekommen haben, habe ich zumindest Humor bewiesen und habe ihm dann dementsprechend eine Kokosnuss vorbeigebracht mit einem Strohradl drin, weil er einfach Pina Colada mag und Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht. Das heißt, das ist natürlich immer so die große Frage, wie scheitern wir und was können wir daraus lernen? Weil letztlich ist es auch für uns so eine Geschichte im Sozialbereich, wir werden nicht immer hundertprozentig erfolgreich sein mit dem, was wir tun. Die Frage ist dann natürlich auch, welchen Sinn darf das haben, dass wir fallen? Und ich sage mal, sozial pathetisch wäre es natürlich, damit wir lernen, wieder aufzustehen. So wie es der Alfred, der väterliche Freund vom kleinen Batman, vom jungen Kind, ihn gefragt hat, als er in einen Brunnen gefallen ist. Ja, da hat mich genau diese Frage gestellt, warum fallen wir? Damit wir lernen, wieder aufzustehen. Und das ist alles zwar richtig und gut, aber das macht nur dann Sinn, wenn wir wieder aufgestanden sind, etwas anderes tun. Und das ist genau so, wie heute schon was über Albert Einstein gesagt hat, der dann gemeint hat, das grenzt an Geisteskrankheit, etwas zu tun, damit nicht zufrieden zu sein und dann wieder das Gleiche zu tun. Und genau aus dem Hintergrund ist auch für mich diese Frage, wie tanken wir nach, natürlich auch in etwas zu beantworten, das nennt sich Flexibilität. Dafür habe ich heute die Zeit nicht, dafür ist der Raum nicht. Aber das ist das sogenannte Asch'sche Gesetz. Das heißt, derjenige, der im System die höchste Flexibilität hat, der kann dieses System steuern. Kann ich gerne anders mal erzählen. Das heißt, als Coach ist man irgendwie so immer zwischendrin, zwischen dem Thema als Sozialarbeiter, als Jugendarbeiter ist man immer irgendwie zwischen dem Thema, nämlich auch den Humor nicht zu verlieren, und aber quasi auch den Sinn und Zweck des Scheiterns von Lernmöglichkeiten an den Sportler oder in dem Fall an den Klienten zu übertragen. Aber wie machen wir das? Vor allem in Situationen, die dann sehr schwierig sind. Und eine Möglichkeit, das zu bearbeiten, sind dann sogenannte wohlgeformte Ziele. Ich nenne die jetzt einmal wohlgeformt. Das heißt, die haben bestimmte Strukturen. Und diese Struktur von Zielen, die möchte ich euch jetzt noch in Theorie erklären und am Ende dieses Theorie-Inputs möchte ich das Ganze mit euch eben in einer Begleitung über das Zoom, über die Konferenz eben installieren helfen. Punkt 1 haben wir schon gesagt, positive Formulierung des Ziels. Das ist die wesentliche Struktur dazu. Der zweite Punkt ist diese Eigenkompetenz in der Zielerreichung. Das heißt, der Zielerreichung setzt der aktive Beteiligung und der Eigenkontrolle voraus. Das heißt, was kann ich selber kontrollieren und eben auch definieren? Also gerade im Spitzensport für mich oft interessant, wenn Menschen dann sagen, ich werde Weltmeister oder ich werde Erster. Platzierung ist nicht unter Eigenkontrolle. Korrekt formuliertes Ziel würde bedeuten, an dem Tag mein Bestes zu gehen und dann bin ich nach 36 bis 45 Stunden hier wieder bei Start und Ziel angelangt. Das war die Zielformulierung von Christoph Strasser, als wir 2007 das erste große Streckenrennen gewonnen haben, den Glocknerman, und damit Weltmeister geworden sind. Ja? Der dritte Punkt ist die sogenannte situationsspezifische Konkretisierung. Das heißt, ein Ziel, jegliches Verhalten ist konkret und eingebettet in einem genauen Kontext. Was heißt das genau? In der Verhaltenstherapie sprechen wir davon, dass Verhalten eine sogenannte kontextorientierte Variable ist. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Jemand, der eigentlich sehr gerne spricht und sehr gerne redet, der vielleicht sogar gern telefoniert, wenn man den gleichen Menschen
dann plötzlich bietet, zum Beispiel jetzt eine Zoom-Konferenz zu machen mit 100 Leuten oder eben vor 100 Leuten oder vor 1000 Leuten auf der Bühne stehen soll und dort sprechen, dann ist genau dieses Verhalten dort aufgrund des geänderten Rahmenkontextes oft schwieriger oder gar nicht mehr möglich. Das heißt, wenn ich bestimmte Ziele erreichen möchte, muss ich meinem Gehirn lernen, das auch in den Kontext, dort wo die Umsetzung notwendig ist, darzustellen und zu zeigen. Der vierte Punkt ist ebenfalls ein Bereich, da geht es um diese sinnesspezifische Konkretisierung, die ganz, ganz wesentlich sind für diese Zielerreichung. Ja, das Ziel, die Zielerreichung, ist mit allen Sinnen wahrnehmbar. Was heißt das? Also was sehe ich, was höre ich, was spüre ich, was rieche ich und was schmecke ich möglicherweise, wenn ich dort im Ziel bin. Ja, zum Beispiel ganz eine klassische Geschichte, wenn man sehr hochintensiv bei Sportbewerben durch das Ziel läuft zum Beispiel oder durch das Ziel fährt im Radsport, dann ist es oft so, dass man eine sehr hohe Laktatausschüttung vielleicht am Schluss noch hat. Und dieses Laktat wird einfach von manchen Menschen auch geschmacklich und olfaktorisch wahrgenommen. Ja? Unabhängig von dem, was an Dollen oder auch von Schmerzrezeptoren an keinen Schmerzen, nämlich an guten Gefühlen, kinästhetisch da sein kann. Was hört man auch im Sinne von, wie klingt die eigene Stimme? Was sagen andere, der Lautsprecher von einem Moderator oder was sagen andere, wenn ich ein Ziel schaffe? Und vor allem, was sehe ich? Der Punkt 5 wäre dann dieses Vorhandensein von Ressourcen. Das sind einfach alle Mittel und Fähigkeiten, die man benötigt, um sein formuliertes Ziel zu erreichen. Da können Unterziele sein, also eine finanzielle Struktur zum Beispiel, Finanzmittel, werden eine Ressource, die ich brauche, um bestimmte Ziele erreichen zu können. Dann darf ich mir, wenn ich kein Geld habe oder zu wenig Geld dafür habe, natürlich auch die Frage stellen, was kann ich tun oder welche Schritte davor sind notwendig, damit ich auch diese finanziellen Strukturen schaffen kann. Ob das jetzt ein Sponsoring ist, ob das eine Unterstützung von jemand anders ist oder ob ich jemanden anderen davon begeistern kann, der mir dabei hilft. Und aber auch so diese Möglichkeit im Sinne von unserem Gehirn so tun, als ob im Sinne von, wenn es um eine Fähigkeit geht, dass jemand zum Beispiel etwas besonders gut kann, diese Ausdauerfähigkeit zu haben, diese Motivation, ja, die Fähigkeit, jeden Tag pünktlich sein Mistkübel-Obi zu räumen, ist natürlich so die Frage, wenn man so jemanden kennt, was tut der oder diejenige, damit er oder sie das kann? Was denkt die? Welche Fähigkeiten, welche Ausdauer, welche Strukturen sind dafür notwendig? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte genau das, was würde sich dann für mich in meinem Leben verändern? Wie würde ich im Leben sein? Was würde sich eben für mich sichtbar, hörbar, gefühlt verändern können? Und der sechste Punkt, und das ist auch ganz ein wesentlicher auch, was sind die negativen, positiven Folgen und aber Konsequenzen am Weg zur Zielerreichung, wenn ich mein Ziel erreichen möchte? Also das ist auch noch einmal etwas, wo ich sage, dieses Commitment kann auch manchmal ins Negative umschlagen. Dann muss ich auch meine Ziele neu formulieren, weil vielleicht bin ich dann auch nicht bereit, das alles einzusetzen für dieses Ziel oder für die Erreichung meines Zieles. In der Begleitung eines Sportlers als Beispiel, da hat jemand zum Beispiel nicht gedacht, dass er so erfolgreich wird und wurde dann in einem Sportmagazin als Bikini-Model eines Monats abgebildet. Man grundsätzlich super und toll vom Medienauftritt und er hat sich total gefreut. Er hat aber natürlich nicht bedacht, dass das zum Beispiel ganz massive negative Konsequenzen gehabt hat, weil seine Chronik und seine Homepage war, sein Gästebuch, voll mit sehr eindeutigen, mehrdeutigen Angeboten von verschiedensten Frauen und Fans. Das hat natürlich eine Konsequenz auf seine Beziehung gehabt und auf den Vertrauensvorschuss, den er gegenüber seiner damaligen Freundin gehabt hat. Also das sind auch immer wieder so Konsequenzen und Strukturen, die man dabei mitdenken soll und auch muss. Ja? Im anderen Kontext hätten wir auch sowas wie einen sogenannten sekundären Krankheitsgewinn. Also im Sinne von, was ist eigentlich auch der Vorteil von einer Situation, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Damit kämpfen wir leider im Arbeiten mit Klienten ja oft genug, dass auch die
vielleicht negative Situation auch sehr hohe Vorteile bringen kann. Aber das ist der Punkt Nummer 6 dieses Öko-Checks. Dementsprechend nehme ich euch jetzt, ihr solltet da einen DMC DeLorean sehen, wer es dementsprechend kennt, in der Zeitmaschine Back to the Future. Und eigentlich ist ja der 26. Oktober 2015 der Tag gewesen, wo der Marty McFly quasi in die Zukunft geflogen ist. Ja, also für uns jetzt schon die Vergangenheit. Und deswegen nehme ich euch mit, ebenfalls in die Vergangenheit, ins Jahr 2014. Und da sieht man mich mit einem Kopf voller Endorphinen, drei ziemlich zerstörten Typen, das sind meine Betreuer, und einen, der mir die Hand reicht, also das war noch vor Corona-Zeiten, ja, nämlich in Garmisch-Partenkirchen, und das ist das Ziel des längsten Radrennens in Deutschland. Da fährt man vom nördlichsten Punkt, von Flensburg, runter nach Garmisch-Partenkirchen, das sind 1200 Kilometer mit knapp 12.000 Höhenmeter, und ja, das ist das, was man dann bekommt, generell bei solchen Rennen, wenn man ins Ziel kommt, an warmen, feuchten Händedruck und wenn es gut geht, an ein Finisher-Level, so wie man es da auf dem Foto sieht. Das heißt, das ist eine Sportart, die macht man, weil man eben intrinsisch motiviert ist. Das heißt, man ist von innen heraus motiviert, man ist bereit, das zu tun. Es gibt kein Preisgeld, es gibt nichts außer den Ruhm und die Ehre, die man sich selber quasi erweist, oder eben vielleicht auch, und das sage ich ganz unverhohlen, natürlich auch diese Bewunderung und diesen Status, den man vielleicht für sich erhält. Aber sonst gibt es eigentlich keine Bonifikation. Aber das Wesentliche dabei ist nicht die Tatsache, dass ich dort im Ziel war, sondern die Geschichte ist, so schaut man aus, wenn man das Rennen nicht nur fährt, sondern auch wenn man das gewinnt und das noch dazu in Strecken Rekordzeit. Das heißt, ich darf in der Zeit noch weiter zurückgehen und darf knapp 42 Stunden zurückgehen, nämlich in die Altstadt von Flensburg. Und als ich dort 42 Stunden zuvor gestartet bin, also ihr habt schon richtig gehört, man muss gute 650 Kilometer am Tag fahren können, sonst geht sich das nicht aus, mit 6000 Höhenmeter, dann sieht man in der Altstadt in Flensburg lauter Stahlseile gespannt. Und auf diesen Stahlseilen hängen lauter Schuhe. Und diese Schuhe, die dort hängen, das sind meistens so in Paaren oben. Wenn man genau schaut, sieht man das. Und als ich dort weggefahren bin, habe ich das natürlich in Flensburg gesehen. Und ich konnte nicht anders, als dort Menschen zu fragen, ja, warum hängen dort lauter Schuhe? Also haben die Leute alle Schwierigkeiten mit Schweißfüßen oder sind die alle im Streiten oder was ist da eigentlich los? Und wir haben dann dort wohnende Leute Folgendes gesagt: Flensburg ist so ähnlich wie in Graz, eine Stadt, in der sehr viele Menschen studieren, in der sehr viele Menschen Ausbildungen machen. Und jedes Mal, wenn ein Studiosi einen Studienabschnitt beendet, dann wirft er seine Schuhe auf dieses Stahlseil und besorgt sich neue Schuhe und geht mit diesen Schuhen in eine neue Identität. Das heißt, das ist oft so die große Frage, welche Identitäten lebe ich, welche Identitäten muss ich auch hinter mir lassen, damit ich in eine neue Rolle, in eine neue Identität gehen kann. Ja, und das ist natürlich auch ein Prozess, der natürlich auch Zeit benötigen kann. Bei manchen ist das auch sehr schnelle Geschichte aufgrund von einer traumatischen Situation, aufgrund von einer Krise oder von extrem hoher Freude. Und bei manchen ist es halt ein langwieriger Prozess. Beim Christoph Strasser hat damals dieses Kopfwaschen über 2 Jahre gebraucht, ja, bis er seine Identitäten ein bisschen hinter sich lassen hat können und neue Identitäten für sich aufnehmen konnte. Wie das funktioniert, kann ich euch auch gern erklären und auch zeigen, brauche ich dafür aber einen eigenen Workshop. Die große Frage ist aber natürlich immer etwas, wo ich sage, Fragen bleiben jung. Das heißt, wie können wir in einer bestimmten Art, auch in der Klientenarbeit, für die Menschen oder auch für uns selber am Gang der Zeit bleiben, also uns vorwärts bewegen, indem wir Fragen stellen. Die Sprache, die Linguistik ist ja eine wunderbare Möglichkeit, in uns selbst, in unserem Gehirn selbstreferenziell genau diese Bilder, genau diese Emotionen, genau diese Strukturen wahrnehmen lassen zu können, die wir eigentlich in Zukunft gerne hätten. Deswegen ist dieser Spruch von Kurt Marti, Fragen bleiben jung, Antworten altern rasch, mehr als passend. Insofern
möchte ich euch jetzt ganz kurz in einen Breakout-Room schicken, wo ihr miteinander was tun dürft. Die Frage, die ich euch dort noch einmal in den Breakout-Room auch reinschreiben werde, wird dann heißen, von all den Dingen, die du momentan in deiner Arbeit tust, wovon wirst du am ehesten am Donnerstag in 2 Wochen noch mehr zufrieden gewesen sein? Ich wähle euch einfach in 2er-Teams zufälligerweise zusammen. Einer, Punkt A, erzählt 2 Minuten und Mensch B hat dann ungefähr knapp eine Minute Rückmeldung, was wurde gehört, was hat dann gefallen, was hat dann beeindruckt. Ja? Also, ich werde euch da jetzt in den Breakout rumschicken. Wir sind 70 Personen, das heißt, ich muss da noch ein paar Breakout Rooms dazugeben. So, 35. Ich hoffe, es weiß jeder, was ein Breakout Room ist. Das heißt, ihr seid jetzt ganz kurz zu zweit in einem Zoom-Raum sozusagen. Wir sind nicht alle zusammen, sondern ihr seid zu zweit in einem Raum und ihr könnt dann miteinander tratschen. 1 Minute, wie lang? 3 Minuten? Insgesamt 2 Minuten. A, seine Frage unter Anführungszeichen erzählen, also die Antwort seiner Frage erzählen. Und B, gibt einfach Rückmeldung. Ich schreibe die Frage auch noch einmal in den Breakout-Raum rein, weil sie sprachlich natürlich etwas vorwegnimmt, die sehr wichtig ist. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch im Breakout-Raum bin. Ich sollte normalerweise nicht drin sein. Wenn jemand mit mir arbeitet, bitte gerne. Okay, tschüss inzwischen. In 3 Minuten sehen wir uns wieder. So, jetzt wird anscheinend der Breakout-Raum nicht zugeordnet. Dagmar? Ja, bitte? Der Breakout-Room wurde anscheinend nicht zugeordnet. Ja, manche können wahrscheinlich nicht teilnehmen. Vielleicht sind sie am Handy oder was auch immer. Probieren wir es einfach. Diejenigen, die teilnehmen. Ich weiß schon, ich muss da im Breakout-Room, da wurde etwas nicht angehakt. So. Jetzt müsste es funktionieren. Ich probiere es noch einmal. Schauen wir mal. Und so die Brüste. Ja, anscheinend hängt es und funktioniert leider nicht. Warte, wir können zuordnen zu. Manuell könnte man das machen, möglicherweise, aber das dauert dann ewig. Ja? Wahrscheinlich, komischerweise, funktioniert das jetzt gerade nicht. Warte, ich probiere es auch noch einmal, okay? So. Breakout Sessions. Also, ist irgendjemand in eine Breakout Session reingekommen oder gar nicht? Gar nicht. Okay. Kurze Bild gesehen. Können wir da nicht? Alle Sessions schließen. Probieren wir das nochmal. Alle Sessions stoppen. So. Weil im Raum 1 ist der Thomas drinnen jetzt. Ich glaube, der ist gar weg. Aber wenigstens sehe ich jetzt eure schönen Gesichter. Das ist cool. Anscheinend funktioniert es nicht mit dem Breakout-Room, so wie ich das merke. Aber es kommt ein guter Vorschlag und es passt, finde ich, sehr gut. Dagmar, darf ich in der Anführungszeichen, ich schalte mein Video wieder ein. Bitte. Ich hoffe, es funktioniert. So, es ist eine Idee gekommen und die finde ich sehr gut, nämlich im Sinne von vielleicht demonstrativ zu zeigen, was ist denn damit gemeint gewesen mit dieser Übung und was könnten wir denn damit auch schaffen. Okay. Und ich habe da meinen Schummelzettel bei mir mit der Fragestellung für euch, die ich euch ermöglichen wollte. Und die Übung würde jetzt sowas bedeuten. Dagmar, von all den Dingen, die du momentan in deiner Arbeit tust, wovon
wirst du am ehesten am Freitag in 2 Wochen noch mehr zufrieden gewesen sein? Noch mehr zufrieden sein. Das heißt, weil ich dann, okay, das noch mehr macht mir ein bisschen stutzig, was du da meinst, genau. Aber wo werde ich noch mehr zufrieden sein? Oh. Können Sie die Frage wiederholen? Ja, bitte. Können Sie die Frage wiederholen, Herr Thomas Jakic, bitte. Von all den Dingen, die du momentan in deiner Arbeit tust, wovon wirst du am ehesten am Donnerstag oder am Freitag in 2 Wochen noch mehr zufrieden gewesen sein? Ja, schwierig. Aber von mir aus, es ist für mich in 2 Wochen. Ja, zurzeit mache ich eigentlich ganz viel diese Weiterbildungssachen, also diese Zoom-Weiterbildungen. Und ich werde dann noch mehr zufrieden sein, weil wir haben dann 2000 Teilnehmerinnen schon gehabt. Also ich glaube, wir sind heute bei 1500 und ich bin dann besonders stolz, weil ich dann schon so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen erreicht habe. Wo werde ich noch mehr zufrieden sein, vielleicht in 2. Ja, weil alle ihre Teilnahmebestätigungen bekommen haben und ich in diesem endlosen Wirrwarr von Teilnahmebestätigungen hoffentlich jedem die richtige geschickt habe. Ja, da bin ich dann auch stolz, dass ich das erledigt habe, möglicherweise. Und in 2 Wochen werde ich auch bei meiner Arbeit, die ich ja mache, ja, aber nebenbei mache ich ja nur Homeschooling und Home-Cooking und Home-Psychologin und was weiß ich alles. Und dass ich das noch nebenbei geschafft habe, bin ich vielleicht noch stolzer. Oder es zippt mich voll an, das weiß ich nicht. Ja. Und ich muss 2 Minuten drüber reden, wie toll, oder wie? Du musst nur nicht, aber es passt für mich von dem her schon sehr gut, im Sinne von dir jetzt einfach noch eine Rückmeldung zu geben. Also ich habe jetzt von dir wahrgenommen oder gehört, du wirst in 2 Wochen eben noch mehr zufrieden gewesen sein über das, was du momentan in der Arbeit tust, weil du dann die Erfahrung gemacht hast, dass du fast 2000 Leute bei dir in Zoom-Konferenzen gehabt hast. Du hast dementsprechend auch für die ganzen Teilnehmer, die du jetzt in den nächsten 2 Wochen gehabt haben wirst, die ganzen Teilnehmerzertifikate geschrieben. Du kannst dir dementsprechend auch vielleicht sogar vorstellen, wie dementsprechend die Leute auch zufrieden sind und stolz sein können, dass sie das von dir bekommen haben. Während du das tust und auch rückblickend wissen kannst, was du alles schon so geschaffen hast, wirst du auch natürlich in diesen Zoom-Strukturen immer mehr und mehr an Know-how bekommen. Das heißt, du bist da auch sicherer vielleicht darüber, es macht da vielleicht noch mehr Spaß und gleichzeitig kannst du aber wissen, dass du in den nächsten 2 Wochen im Homeschooling dementsprechend ja auch noch Aktivitäten gemacht haben wirst können, ja, und die haben dementsprechend natürlich auch Benefits gehabt, weil dementsprechend du deine Emotionen unter Anführungszeichen haben darfst, wie du sie haben kannst und das kann dich dementsprechend so als Mensch auch auszeichnen. Mhm. Ja? Ja. Okay. Damit wäre eigentlich die Breakout-Session zugeholt worden und ich hätte dann den Spieß umgedreht und hätte dann die Frage gestellt, nämlich die Frage hättest du, Dagmar, an mich gestellt dann, als Best-Practice-Beispiel, welche Wahrnehmungen und Zeichen werden dir ab heute gezeigt haben, dass sie sich in die richtige Richtung entwickelt? Das heißt, was wir da gemacht hätten, dann hätte ich jetzt erzählt von meinen Strukturen, obwohl ich die erste Frage gar nicht beantwortet habe. Mhm. Aber nachdem ich ja dir zugehört habe über deine Fragestellungen, kann ich ja gar nicht anders, als die Frage für mich ja bereits im Kopf durchzudenken. Ich kann ja gar nicht so tun, als hätte ich das nicht gehört. Das heißt, ich projiziere ja ständig auch Fragen, die ich anderen stelle, auf mich selber. Unser Gehirn kann das gar nicht anders und kann deswegen auch diese sehr sprachlich in die Zukunft gerichteten Fragen sehr gut beantworten. Und ich schaffe damit ein linguistisches Instrument von einer sogenannten Feedback-Struktur, die ich nutzen kann. Ich mache das eigentlich gerne auch zu dritt, als sogenanntes Feedback-basiertes Triadengespräch. Das ist eine Möglichkeit, sprachlich Menschen in diese Struktur lenken zu können.
kann man natürlich in einem praktischen Tun, wenn man dann zu zweit ist oder zu dritt ist, auch auf alle Sinne hin münzen. Also diese erste Frage ist ja eher sehr allgemein gewesen, im Sinne von zufrieden gewesen sein, aber Zufriedenheit würde ja bedeuten, es wäre ein kinästhetisches Gefühl, körperlich wahrnehmbares Gefühl. Ja? Bei der zweiten Frage habe ich ja die Frage gestellt, auch auf unterschiedliche Sinneskanäle. Welche Wahrnehmungen und Zeichen werden dir ab heute gezeigt haben, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt? Da hat man natürlich zwar auch wieder das Kinästhetische drinnen, aber natürlich auch zeigen im Sinne von auch einen visuellen Bereich, den man damit mit anspricht, weil unser Gehirn natürlich auch sehr gerne in Bildern denken lernt. Und das kann man auf jeden Sinneskanal runterbrechen und das ist ja nur exemplarisch jetzt mal zum Zeigen für euch gewesen. Gute Nachricht grundsätzlich für euch. Es gibt vom heutigen Vortrag einiges zum Nachlesen. Ich habe ein komplettes Skriptum für euch erstellt, wo ihr nachlesen könnt. Und dort sind die Fragen auch drinnen. Weil wenn die Technik nicht mitspielt, dann dürfen dementsprechend wir gut mitspielen und mitdenken. Ja? Ich bin wieder so frei und werde meinen Bildschirm freigeben. Sicherheitshalber beende ich wieder meine Kamera. Weil die Frage gerade gekommen ist, wo finden wir das Skriptum dann? Ich hätte gesagt, ich schicke es der Dagmar. Und die Dagmar leitet es an die Adressen weiter. So sind wir datenschutzrechtlich eben auch sicher und safe. Und für diejenigen, die es vielleicht später noch einmal auf YouTube nachhören, ich glaube, das kann man sicher auch über die Logo Jugendinfo nachbestellen. Also stelle ich gerne zur Verfügung. So, jetzt muss ich schauen, ob da meine Präsentation sich wieder weiterschalten lässt. Spannend, lässt sich momentan schon wieder nicht weiterschalten. So, diese Folie solltet ihr nun sehen können, oder? Ja. Kennen wahrscheinlich einige aus sozialen Medien, ja? Kennen einige aus Facebook, aus Instagram oder sonst irgendwas, ja? Nach dieser Übung quasi, jetzt mit der Dagmar exemplarisch, um sprachlich in die Zukunft zu schauen, passt dieses Bild recht gut vielleicht. Es kann zeigen und beschreiben, was unser Gehirn letztlich zu leisten vermag. Ja, beschrieben kann das Ganze eben durch dieses Phänomen der sogenannten Interpolation werden. Wenn man diese Buchstaben und Ziffern anschaut und man versucht einfach ganz normal sich das anzuschauen und nicht nur anzuschauen, sondern zu lesen, merkt man wahrscheinlich relativ schnell, mein Gehirn kann aus diesem Kauderwelsch einen Sinn finden und einen Sinn schaffen. Ja, also das ist im wahrsten Sinn des Wortes jetzt erstaunlich. Ja. Das ist da ausblenden, dann ist das nämlich gar nicht noch drinnen. Ja, erstaunlich, jetzt kann man sehen. Und im Endeffekt ist es eine ganz einfache Geschichte. Unser Gehirn nimmt einfach Erfahrungswissen und setzt es mit neuen Wissen und Gehirngeschwindigkeit zusammen. Und diese gemachten Korrekturen werden dann zu einem sinnvollen Ganzen zusammengesetzt, so wie wir eben aus allen dementsprechend versuchen, ein Muster zu erkennen und was Sinnvolles versuchen zu machen. Weil unser Gehirn in der praktischen Anwendung arbeitet und unser Gehirn selbstreferenziell ist. Das heißt, ein Neurobiologe würde diese Fähigkeit mit ihren positiven Auswirkungen dann als Neuroplastizität bezeichnen. Das heißt, es kann neue neuronale Aktivität und dadurch neue neurale Verbindungen entstehen und so letztlich unsere qualitative Leistungskapazität wachsen zu lassen. Unsere Nervenzellen, das Neuron, das ist das Grundprinzip des Nervensystems, ist eben darauf spezialisiert, unterschiedliche Signale weiterzuleiten. Also wir haben da über 100 Milliarden Nervenzellen, die mit über einer Trillion Synapsen miteinander verbunden sind. Also das ist eine Ansage mit ganz schön viel Nullen hinten dran. Die Synapsen sind dabei die Verschaltungsstellen zwischen diesen Nervenzellen und hier werden erst dann diese Erregungsimpulse an die jeweiligen Bereiche
weitergegeben. Ja? Das heißt, was ist der Sinn und Zweck dabei? So wie ich es heute schon mal gesagt habe, Fragen bleiben jung, Antworten altern rasch. Der Sinn und Zweck ist dabei etwas, was ich zum Beispiel jeden Tag am Abend bei meinen Kindern noch immer mache und versuche, den Tagesabschluss zu schaffen. Kennen wahrscheinlich ganz viele aus der Energiearbeit oder aus anderen Strukturen. Aber wieso ist es wichtig? Naja, weil unser Gehirn eigentlich katastrophisch denkt und katastrophisch ist. Was das genau heißt, bedeuten kann, erkläre ich gleich später. Aber diese Fragelenkung am Ende eines Tages, was waren heute die drei schönsten Erlebnisse? Wenn man sich vorstellt, man liegt im Bett und wälzt nicht die üblichen Probleme, die man vielleicht möglicherweise sich vorm Schlafengehen zu Gemüte führt, sondern erlaubt sich diesen Gedanken, was waren heute die drei schönsten Erlebnisse? Was war heute wirklich total wertvoll? Wie würde dann vielleicht ein Schlaf, wie würde dann vielleicht dieser Zustand von 5, 6, 7, 8 Stunden eines Schlafes an erholsamer Wirkung für einen da sein können, im Unterschied zu sonstigen Strukturen? Das heißt, was ist der Zweck, der zusätzlich kommt? Wir schaffen dadurch eine Durchblutung von bestimmten Hirnarealen. Dadurch haben wir Aktivierung der dazugehörigen Areale plus eben die dazugehörigen Neurotransmitter. Das heißt, wir stoßen Serotonin und Dopamin aus. Ja, Serotonin dabei ist eher entspannend für uns, ja, wird im Darm gebildet hauptsächlich. Und Serotonin schafft es, wenn wir was machen, dass wir zufrieden sind damit. Es beruhigt uns, ja, entspannt uns. Dopamin hingegen ist eigentlich genau das, was unseren Antrieb steigert, ja, die Motivation schafft. Also das ist schon alles gut und sinnvoll. Und durch diese Fragestellung kann ich das natürlich auch lenken. Und das Leben ist diesbezüglich ja wie Fahrradfahren. Man muss sich vorwärts bewegen, um weiterzukommen, hat ihm auch der Herr Einstein gesagt. Und das ist genauso die Thematik in der Hirnforschung und auch in der Neurobiologie. Das ist ein ständiger Kreislauf, ein ständiges Weiterwachstum und ein ständiger Prozess von Weiterentwicklung, wo es natürlich aber auch zerstörte Gehirnzellen oder Schadstoffe geben kann, so wie auch in unserem Körper. Unser Körper auf ungefähr 95 Billionen Zellen besteht. Ja? Und in jeder Sekunde, dem ihr bisher im Vortrag zugehört habt, in jeder Sekunde, ungefähr 60 Millionen Zellen davon wieder erneuert worden sind. Ja? Aber um sie zu erneuern, müssen sie natürlich vorher absterben. Das heißt, jede Sekunde sterben 60 Millionen Zellen ab, um in der gleichen Sekunde wieder zu dupliziert, zu regeneriert werden. Davon sind ungefähr 2.000 bis 4.000 dieser Zellen mutiert. Die tragen sogenannte Krankheiten oder auch eine Krebsmutation in sich. Und ein sinnvolles Immunsystem kann aber das dechiffrieren und scheidet das aus. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit unserem Gehirn. Das heißt, auch dort haben wir dieses ständige Nervenwachstum, Strukturen, die wir schaffen. Aber warum, und deswegen sage ich warum, fragen wir nicht, was waren die heute die drei schönsten Erlebnisse, und fragen dann eigentlich noch einen Begründungszusammenhang. Also warum war das wichtig? Naja, der Hintergrund ist eigentlich der, weil wir, wer es kennt, von Martin Seligman, also einer der Begründer und Erfinder der positiven Psychologie, in seinem Buch Pessimisten küsst man nicht, gibt es eine interessante Geschichte dazu. Ja, nämlich die Geschichte, noch damals, als wir Menschen eben unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt waren, gab es eine Wiese, und auf dieser Wiese gab es eine Talsenke, und am Ende der Talsenke, in circa 1 Kilometer Entfernung, waren dort Büsche mit Früchten voll behangen. Ja, und die Menschenhorde teilte sich aber damals schon bereits in 2 Gruppen, ja, in die Optimisten, die direkt quasi ohne Deckung in Erwartung des Glücks schnurstracks auf das erwartende Futter hinliefen, und eben die Pessimisten, die den längeren, aber durch die Hecke am Rand geschützten Weg auf sich genommen haben. Ja, und da ist natürlich die große Frage, wer hat gewonnen? Ja, ja, natürlich haben gewonnen die Pessimisten, ja, weil die Optimisten sind ja alle gefressen worden, ja, und als die Pessimisten dann endlich an den Büschen mit Futter waren, haben die sich dementsprechend gelaben können, haben sich voll gefressen
Und wenn man halt viel gegessen hat, wird man miert, sind dann schlafen gegangen. Und weil die bösen Tiere ohnehin durch die Optimisten gefüttert worden, haben sie das in aller Ruhe machen können. Und wie sie dann satt waren und ausgeschlafen, haben sie dann halt, weil das Leben damals natürlich um einiges einfacher war, sich reproduzieren können. Und das ist der Grund, warum letztlich Seligman oder viele Hirnforscher eigentlich von einem katastrophischen Gehirn spricht, weil es evolutionär notwendig war, pessimistisch zu sein, vorsichtig und ständig in einem Katastrophenfokus zu sein. Ja, so wie unsere Vorfahren. Übrigens, weil ich gerade von Reproduktion gesprochen habe, bei Rattenhirnen zum Beispiel, reicht die Nähe, die bloße Nähe von einem paarungswilligen Weibchen, und es steigt die Dopaminproduktion um 90% beim männlichen Rattengehirn. Ja? Für Menschen übrigens wird ein ähnlicher Wert vermutet. Ob das über Zoom auch funktioniert, wenn eine Kamera eingeschaltet ist, weiß ich nicht, aber möglich wäre es. Ja? Also das heißt, das katastrophische Gehirn ist dann halt natürlich schon eine interessante Frage. Und gerade wenn man das Hirn für sich nochmal sich hernehmen möchte, ja, ich schaue, ob ich meine Kamera noch mal kurz einschalten kann. Ja. Ja. Ich hätte nämlich da ein einfaches Hirn mitgebracht. Wer es kennt oder sieht. Ja? Einfaches Gehirn, ein Holzhirn. Ja, ich und mein einfaches Hirn. Holzi, Holzi, Holz, Holz, wer es kennt. Aber das ist eine ganz einfache Geschichte. Nämlich, wir sind durch dieses katastrophische Gehirn, wie wir evolutionär biologisch geprägt sind, machen uns halt jetzige Situationen Herausforderungen. Nicht umsonst gestern dieser mediale Aufschrei von den Kinder- und Jugendpsychiatrien aufgrund der Belastungssituation. Aber was ist da? Ja, wenn man unser Gehirn da anschaut, wir haben da vorne den Präfrontallappen, wir haben da die Temporallappen, wir haben darunter die alten Hirnareale, ja, das limbische System, den Thalamus. Der Thalamus ist das Tor zum Bewusstsein quasi. Ja, wir haben den Hippocampus, hoppla. Wir haben den Hippocampus da oben auch, das sogenannte Seepferdchen, ja, halbert Pferd, halbert Fisch, deswegen Seepferdchen, man sieht es da jetzt nicht sonderlich gut. Dann haben wir die Amygdala, das ist der Mandelkern, das ist unser Panikknopf. Ja. Das ist unser Panikknopf, der gleichzeitig aktiviert wird, wenn wir in irgendeiner schwierigen Situation sind. Also wenn unsere Speer, also unsere Sinnesorgane, die Augen, unsere Emotionen, etwas Bedrohliches wahrnehmen, wird diese Botschaft automatisch an verschiedene Hirnareale weitergeben. Synchron, also an den Neokortex, an das, was uns zum Homo sapiens macht, ja, zum weisen Menschen, und gleichzeitig aber auch an diese Bereiche, die halt im direkten Emotionsverarbeitungssystem und vor allem auch dort ganz schön im grünen Bereich zu sehen, das Stammhirn bedeutet. Ja? Das Stammhirn mit der Brücke hin zum, es ist da ziemlich falsch und einfach dargestellt, zum Kleinhirn. Ja? Also wer es kennt vom Otto, Großhirn an Kleinhirn, ja, Hand bewegen zum Beispiel. Ja, was dahinter vielleicht auch noch ganz wesentlich ist, also da gibt es einen Mandelkern, der auch hier da im roten Bereich ist, und dort ist eben auch der Nucleus Accumbens, ja, das ist der sogenannte Belohnungsknopf. Ja. Das ist das, was dort feuert, wenn wir etwas machen, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, was uns Energie gibt. So, schalten wir dann einmal weiter. Ah, geht schon wieder nicht. Ich schalte wieder meine Kamera aus. So. Thomas, ich möchte nur ganz kurz eine Zwischenzeit geben. Es ist jetzt 10:50. Also diejenigen, die einfach keine Zeit mehr haben, ist kein Problem. Ihr könnt euch wirklich gerne wegschalten. Oder, Thomas, ist okay für dich? Oh, das ist natürlich völlig okay für mich, nachdem das mit der Darstellung unter Anführungszeichen der PowerPoint-Struktur momentan leider sehr schwierig sich darstellt und anscheinend nicht gut funktioniert, wäre jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon ziemlich abkürzen. Super, weil die Marion fragt auch, wie lange würde es denn noch dauern ungefähr? Ja, und werde da auch den Bereich leider ein bisschen verändern müssen. Ich hoffe, ihr seht jetzt nochmal die Präsentation.
Ja, ich probiere es dann nochmal, ob das so funktioniert. Müsste die Präsentation nochmal sichtbar sein? Ja, genau. Weil im Alltag und in unserem Leben ist es halt so, dass Gefahren in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch real sind. Ja? Letztlich ist es aber so, dass Angst in einer bestimmten Art und Weise und die dazugehörigen Strukturen letztlich auch eine Entscheidung sind. Ja, und da gibt es eben diese unterschiedlichen Menschen, die auf unterschiedliche Bedrohungen oder Situationen unterschiedlich reagieren. Und die anderen, die dann dementsprechend quasi in diese klassische stammhirngeleitete Verhaltensstruktur gehen, das kennen wir wahrscheinlich alle, nämlich Kampf, Flucht oder Todstörreflex, das ist das sogenannte Reptiliengehirn. Oder wie es Joseph Ledoux, das ist ein kanadischer Krisenforscher, mit dem ich relativ viel mich beschäftigt habe, genannt hat, sogenannte Low Road. Oder wir sind in diesen Neokortex-gesteuerten Strukturen unterwegs, wo wir trotz der Bedrohung von Strukturen, trotzdem, wo man dementsprechend oder wo viele andere kalte und nasse Füße bekommen würden, in einem guten Zustand bleibt. Und das ist eine sogenannte High-Road-Situation, wird das benannt. Also man bleibt auf den Straßen, die eigentlich für unser höheres Bewusstsein, für unsere höhere Steuerungsfähigkeit unterwegs ist. Und wie kommen wir dorthin? Wie kann man diesen Prozess auch stoppen, unter Anführungszeichen, der in diese Krise geht? Naja, das heißt, eine Geschichte, um dort nachzudenken, ist so etwas, wie wir es heute schon mal gesagt haben, an Zielen zu arbeiten, in diesen Zielen, in diesen Visionen, die man durchlebt, auch solche Zustände in Gedanken auch durchzuspielen, wenn eben Schwierigkeiten passieren, wenn Herausforderungen passieren, wenn Situationen sind, die nicht ganz ideal und optimal sind, damit unser Gehirn bereits Lösungsmöglichkeiten dafür suchen und eben auch finden kann. Das heißt, in einem sinnvollen Coaching ist man nicht nur auf die positiven Strukturen hin fokussiert, sondern versucht gleichzeitig auch die Problemlösungsfaktoren und Möglichkeiten mit hereinzuschaffen und auch zu aktivieren, die dem Kunden oder die dem Klienten am Weg dort zum Ziel helfen können. Und wir wissen auch, dass genau diese Jammerlappen, also wie vorher schon gesagt, Präfrontallappen, Scheitellappen und auch den Jammerlappen, der uns eben in dieses Negative bringt, umpolen können. Wir wissen, es gibt einen Koeffizienten aus der positiven Psychologie, Barbara Fredrickson als Tipp vielleicht, die das auch recht gut definiert hat und auch in der Forschung sehr schön definiert hat, dieser Koeffizient, dieser Tipping Point, der das Ganze kippen lässt, im Sinne von einer Struktur, damit das dementsprechend auch passend kann, ist eben dreimal am Tag mehr Positives zu erleben als Negatives. So wird leichter gesagt als down. Aber durch diese Übung, die ich vorher schon kurz gesagt habe, im Sinne von, was waren heute die drei schönsten Dinge, die du erlebt hast, habe ich zumindest bereits so einen Zugang dazu, meinen Fokus. Und der Fokus steuert letztlich alles. Ein Fokus schafft meine Konzentration auf die Dinge, die ich vorhabe, das auch zu ändern. So, und in dem Moment, wo ich meine Kamera einschalte, geht die PowerPoint nicht mehr. Ich schalte es dann gleich wieder aus. Aber das ist halt so, manchmal ist die Technik anscheinend wirklich eine interessante Struktur. Also ich muss leider meine Kamera ausgeschalten lassen. So, komme sofort gleich wieder. Gut, aber was ist dann letztlich diese mentale, neurologische Zahnbürste? Ja? Eine dieser neurologischen, mentalen Zahnbürsten ist eben genau diese Beziehung, ja? Diese mütterliche Zuwendung. Weil genau dadurch natürlich wir etwas auslösen, nämlich in uns Neurotransmitter, in uns Strukturen wie Oxytocin und Vasopressin, die letztlich für uns auf unser System, das sonst vielleicht eher Stress und negative Strukturen schafft,
positiv einwirken können. Einer, der das relativ gut auch erforscht hat, ist sogar ein Österreicher, der Professor Hannes Huber, der so einen schönen Satz auch geprägt hat, wie ich ihn da eingeblendet habe. Die mütterliche Zuwendung gibt dem Kind mehr Selbstvertrauen, sorgt dafür, wie dieses Kind als Erwachsener vertraut, wie es mit Angst und Stress umgehen kann und wie es die sexuelle Kommunikation lebt und in welcher Bedingung es mit eigenen Kindern verbleibt. Ja? Weil genau das so diese Struktur auch bedeuten darf. Ja? Und das ist genauso dieser wesentliche Punkt dazu. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, kann ich natürlich auch nicht ständig umarmen. Ja, gerade mit so Videostrukturen kann man ja auch nicht umarmen. Aber man kann, und das ist das Schöne, zumindest das Gehirn insofern nutzen, dass ihr denken könnt oder euch das Gefühl erlauben dürft, ich bin bei euch, wir sind gemeinsam und ich darf euch dementsprechend auch emotional, äußerlich, wie auch innerlich vielleicht berühren. So wie das bei Radfahren oder bei solchen Langstreckenrennen eben auch gemacht wird manches Mal. Das heißt, damit er weiß, er ist nicht allein, wir sind bei ihm, wir fördern und fordern ihn, schreiben wir unsere Namen auf die Straßen. Ja? Damit er, wenn es hart wird und durch den Schlafentzug noch immer weiß, wir sind bei ihm, wir unterstützen ihn und wir helfen ihm so weit, dass er gut ins Ziel kommen kann. Wir wissen nämlich aus der Sozialpsychologie, Freunde sind im wahrsten Sinn des Wortes ansteckend. Ja, manchmal stecken sie dann nur eine Banane in den Mund. Ja, manchmal übernimmt man von Freunden den Musikgeschmack, manchmal vielleicht die Freundin oder den Freund. Ja, es kann je nachdem auch interessant werden. Aber es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir werden der Durchschnitt aus den 5 Menschen, mit denen wir uns ständig umgeben. Ja, also wir werden der Durchschnitt aus den 5 Menschen, mit denen wir uns ständig umgeben. Und da ist dann natürlich immer die Frage, gerade in dem Bereich, wenn wir auf Jugendliche einwirken, können wir einer dieser 5 Menschen sein, die auf den Jugendlichen einwirken? Können wir mit unserer Art und Weise, wie wir im Leben sind, welche Gedanken wir uns erlauben, wie wir mit Krisen und Situationen umgehen, auf den Menschen einwirken? Ja, wir können. Ja. Und das hat schon Virginia Satir so schön gesagt, Menschen brauchen 4 Umarmungen am Tag zum bloßen Überleben, 8 Umarmungen, um leben zu können und 12 Umarmungen, um wachsen zu können. Ja? Und genau aus dem Hintergrund hat es eigentlich erst vor letzter Woche, am 21. Jänner, wieder den internationalen Free Hugging Day gegeben. Ja, ich glaube, wegen Corona ist der offiziell ausgefallen. Ist nirgends gesehen, ist nirgends beworben worden. Nämlich, das war damals die Idee von einem Priester, von einem Pastor, nämlich den Kevin Saborni. Der hat am 21. Jänner 1986 in der Stadt Clio in Michigan eben diesen Versuch gestartet und hat diesen Free Hugging Day gemacht und mittlerweile kennen wir das vielleicht alle mit den gratis Umarmungen. Ja? Und was wirkt dabei aus der neurobiologischen Ebene? Genau das, dass wir, wenn wir kurz diesen Moment auch akzeptieren, der ungewohnt ist, wenn wir wildfremde Menschen umarmen, aber spätestens nach 1-2 Sekunden merken wir, wie es uns durch diese soziale Interaktion einfach gut tut und wohl tut. Wir können merken, wie einfach Oxytocin und Vasopressin, diese Bindungshormone, die eben ganz wesentlich sind für eben Beziehung und Bindung, für uns ausgeströmt werden. Und die haben einen ganz klaren, eine ganz klare Auswirkung auf Situationen, die wir sonst Stress erlebt zuordnen würden. Ja? Weil genau in Situationen, die einen Stress bedeuten, führt langfristig dazu, dass aufgrund des hohen Cortisol-Ausstoßes das Immunsystem suppressiert wird und gleichzeitig nicht nur das Immunsystem suppressiert wird, sondern eben gleichzeitig auch durch die hohen Cortisol-Ausschüttungen und die hohen Norepinephrin, also Adrenalin-Ausstöße, es eine wirklich funktionelle Auswirkung auf unser Gehirn hat. Nachgewiesenerweise, also ich referenziere da hauptsächlich auf Nils Bierbaumer und auf Bauer und auf Hüter, die eben dementsprechend auch nachgewiesen haben, dass diese chronifizierten Stresssituationen und Traumasituationen dazu führen, dass wir um einen bis zu 25% kleineren Hippocampus haben, bis zu einen 25% kleineren Hypothalamus. Und wenn man weiß, dass gerade der Hypothalamus letztlich auch die Erfahrungen aus unserer Realität
miteinander verteuen, also man muss sich das so vorstellen wie Blumen, die quasi zu einem Strauß gebunden werden, ist es natürlich auch eine funktionelle Einschränkung, wenn diese Menschen aufgrund von Dauerstress und von chronifizierten Krisensituationen dann eben wirklich eingeschränkte Hirnfunktionen haben. Und nicht nur dort, das geht auch weiter auf die Insula Anterior und auf die sogenannte Brücke, wo eben wirklich neurobiologische Funktionseinbußen merkbar sind durch Dauerstress und durch eben Traumatisierung. Und die einzige Chance, wie wir dort rauskommen, ist eben durch mentale neurobiologische Zahnbürsten, also sprich selbstreferenziell in positiven Strukturen denken und eben Bindung. Durch Beziehung, durch Umarmen, durch eben dieses persönliche Gespräch, durch diese Struktur. Gut, in diesem Sinne hätte ich eigentlich noch eine Folie gehabt. Ich muss schauen, ob ich es weiterschalten kann. Na, lasst mich schon wieder nicht schalten. Macht aber nichts. Da steht dann nämlich dann sowas dabei, das ich auf einer Reise gefunden habe, mitten in Amerika, wo ich selber quer durch Amerika gefahren bin, auf einen Sealer und da steht dann oben Love, Life. Und das ist es im Endeffekt. Ja? Das heißt, das Wesentliche, das wir auch Jugendlichen und jungen Menschen mitgeben können, ist diese Wertschätzung dem eigenen Leben gegenüber. Das ist das Wesentlichste, was am Ende eines Tages für einen selber zählt. Dass man selbst am Abend eines Tages sich wohlfühlen kann und glücklich ist. Das ist das wesentliche Kriterium, das oberste Ziel ist einfach, jeden Tag in einem guten Zustand zu sein und jeden Tag in einem guten Zustand schlafen zu können. Und durch das, wo ich auch diese Haltung, geht es auch um eine Werthaltung, leben kann und diese Struktur auch positiv positionieren kann, habe ich auch natürlich die Möglichkeit, dieses auf andere zu übertragen, weil eben unser Gehirn eigentlich, so wie es vorher, glaube ich, über diese Geschichte von Martin Seligman erklären konnte, grundsätzlich pessimistisch, katastrophisch gepolt sind. Das ist ein mühsamer Prozess, das zu ändern. Wir können es aber schaffen. Ich hätte jetzt einmal vorgeschlagen, wer Lust und Laune hat, ich bin 20 Minuten drüber. Ich sage einmal danke für all diejenigen, die einmal ausgehalten haben bis jetzt. Falls noch Fragen sind, können wir das gerne in den Chat reinschreiben oder sonst irgendwie. Wenn noch Lust und Laune ist, ich schenke euch mein wertvollstes Gut. Das ist meine Zeit und mein Wissen, das ich heute in vielen Jahren halt angesammelt habe und würde für diejenigen, die wollen, noch gern 10 Minuten so eine Zielinstallation auf die Festplatte eures Gehirns machen. Und diejenigen, die nicht Zeit haben, man kann das in einem meiner Bücher nachlesen, also in Hilfe, meinen Lebensraum zu erfüllen. Da kann man es nachlesen und da ist der komplette Installationsprozess auch drinnen. Ja. Also, Dagmar, was sagst du? Ich sage, warte, jetzt muss ich mein Ding wieder einstecken. Bei mir war jetzt nämlich die Post dazwischen da. Ja. Und ich sage danke. Ja, passt. Ich sage danke und auch alle anderen schon im Chat bedanken sich bei dir. Manche müssen weg, manche bleiben möglicherweise. Ich habe es interessant gefunden. Ich habe es auch sehr viel gefunden, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Infos bekommen. Was ich mir gemerkt habe, ist, die drei erfolgreichen, also nein, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Das finde ich mal super. Das nehme ich mit aus dieser Stunde. Und auch einiges anderes, muss ich sagen. Und ich glaube, ich gehe mit dem Müll runter. Ja, auch wenn es schier ist. Ja, ich werde mich bemühen. Die Chance ist zu verändern. Gell? Und das genau. Mal. Das ist zum Beispiel was Gutes. Ja. Und auf Rehugs freue ich mich auch schon. Ja, muss ich sagen. Das freue ich mich schon seit Mitte der Pandemie. Denke ich mal, ich freue mich echt schon, wenn ich mich irgendwo hinstellen kann und Free Hugs wieder verteilen kann. Ich schalte mal die Aufzeichnung aus und davor möchte ich mich nochmal offiziell bedanken bei dir, Thomas, für diese fast eineinhalb Stunden heute. Ja, und ich sage danke auf jeden Fall für die Einladung. Sorry, dass ich ein bisschen überzogen habe. Für mich ist ja die Schwierigkeit, das so zu kürzen. Und nachdem du ja gemeint hast, ich soll ein bisschen was über Ziele und ein bisschen was über Neurobiologie bringen, war halt alles ein bisschen was. Aber vielleicht wäre es gerade zufällig, weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Das ist ein Kristallschädel quasi. Was kennt Indiana Jones und ein Kristallschädel? auf den mag ich total gern, weil so diese Entdecker, diese Abenteurer-Menschen sind sehr interessant für mich. Aber manche glauben, ich bin ein sehr morbider Mensch und das geht es aber gar nicht. Sondern es geht darum, um eine Grundhaltung. Nämlich viele kümmern
Also viele haben das noch nicht ganz verstanden, dass die Ars Morandi, also die Kunst letztlich auch den Tod zu akzeptieren und mit dem Tod umzugehen, gleichbedeutend ist, wie mit der Kunst mit dem Leben umzugehen. Also die Ars Vivendi. Und das Ganze gehört komplett zusammen. Und erst wenn ich das in eine Balance bringe, dann habe ich eine Chance, letztlich auch in meiner Werthaltung als Jugendarbeiter, als Mensch, so konstruktiv auf andere einzuwirken. Ja, also ich neige dazu, sehr viel auch im Thema Ethik zu unterrichten und Morallehre. Ich unterrichte ja für das Kriseninterventionsteam. Und das sind so Themenbereiche, die sind ganz wesentlich. Und inwiefern das aber auch mit Zielen und Neurobiologie zusammenhängt, ist aber, glaube ich, auch offensichtlich. Ja? Weil einfach diese Werthaltung etwas ist, das wir steuern können. Und da lade ich jetzt diejenigen, die dazu ein, sich gerne mit mir auf so einen kleinen Prozess noch einzulassen. Ja, ich sage jetzt offiziell herzlichen Dank und beende die Aufzeichnung. So.